Guten Tag und schon wieder ist der Gusua da. Ich konnte mich natürlich nicht dran halten und muss natürlich weiter spielen, obwohl es schon so spät ist. Ich bin im Spielrausch. Adam in COC. Hier kann ich natürlich schön wieder mit meinem Goblin vortäuschen, dass ich wer weiß was mache. Ein Ritter und ein Prinz. Nee, Sperrkobolde müssen es jetzt nicht sein. Das kriege ich. Ah, sehr gut, Valkyrie weggeballert. Hexe hinterher. Jetzt geht gleich der Tower ran an den Drago, hoffe ich jetzt langsam mal. Jetzt wird der Drago von der Hexe gekillt. Aber die Truppen sind nicht mehr viel, die können nicht mehr viel. Und jetzt haut er hier hin. Na, da lasse ich jetzt mit Kobolden, lasse ich es jetzt mal hier. Alter, wie die Hexe austeilt. So mega krank. Ich warte wieder. Wisst ihr ja. Also ich muss mich auf den Drachen vorbereiten. Das heißt also, ja scheiße, das ist kacke. Dann haue ich jetzt, genau, dann haue ich immer das unnütze Zeug, was ich jetzt sozusagen nicht mehr brauche, in Anführungsstrichen, erstmal raus. Weil es könnte ja sein, dass er mich wieder mit Lufttruppen angreift. Da muss ich ja natürlich dann wieder auf Luft was haben. Genau. Das heißt also wirklich die Truppen vorher schon so regeln, dass ich dann eben wieder gegen Luft angreife oder gegen Luft defenden kann. So. Ja, das sieht gut aus. Der wird sich jetzt erstmal mit mir dort beschäftigen, weil ich ihn hier richtig rasiere. Läuft. Okay, also dieses. Danke, danke. Danke, danke. Vielen Dank. Also ich muss immer, genau, das, ich glaube, jetzt hat es Klick gemacht bei mir. Und zwar, dass ich mich halt wirklich, dass ich gucken muss auf mein Deck, was habe ich gerade? Brauche ich die Karten, beziehungsweise passen die zueinander? Ja, ich glaube, das ist es. Hier zweimal Luft. Ich hau gleich den Prinz raus, egal. Schauen wir mal, wie es mit dem Ritter ist. Den will ich mir auf jeden Fall aufheben, falls er halt wieder mit Lufttruppen angreift. Hier hat er ja auch Luft, ganz klar. Gar nicht so verkehrt. Zack. Ich kann schön defenden mit meinem Riesen. Und kann schön seinen Drago platt machen. Jo, Drache ist platt. Ah, lohnt sich gar nicht, die Pfeile dafür zu verschwenden. Das ist Pillepalle. Genau. Pfeile nicht verwendet, einfach mal dafür ein bisschen gewartet und die Hexe rausgehauen. Läuft. So, jetzt hier noch ein bisschen Schild hier vorgebastelt vor die Hexe. Der Ritter, der macht doch da seine Sache gut. Na, die wird sich nicht bis nach vorne komplett durcharbeiten können. Aber in der Zeit kann ich wieder schön sparen für den Riese. Ich hau gleich nochmal Kugel drauf. Die sollen den jetzt hier klären. Zack, jetzt gehst du mit deiner Bombe hoch. Und ich habe noch nichts. Ich werde mal defenden. Oh komm, das ist doch Mist. Das ist doch totaler Bullshit. Echt, wenn sie dann sagen nicht und dann zählen sie wieder auf der Hälfte neu. So, jetzt gehen wir hier auf Gillette-Tour, das heißt also, wir rasieren jetzt mit ein paar Kobolden in Verbindung mit einem Ritter, in Verbindung mit keinen Truppen mehr. Doch, ah ja, der Ritter hat gut überlebt. Ich will nicht zu leer machen. Genau, wenn meine Truppen nämlich weg sind, habe ich wieder ein Problem. So, jetzt nehme ich ihn jetzt mal auseinander. Jetzt kommen hier mal meine Pfeile. Da kannst du auch mit deinem komischen Skelett-Ding hier auch nichts mehr reißen. So, hier.
Ah, die Kobolde sind zu früh. Ah, doch, geht gerade so. Ah, jetzt wird er mich. Jetzt wird er mich rasieren. Alter, geht. Ja. Alter Falter. Okay, ich meine, man muss dazu sagen, er ist Level 7. Aber trotzdem. Kann ich hier hoch? Ja, das geht aber beim Dings, glaube ich, geht es besser beim iPad. Da kann ich das, glaube ich, nochmal hoch und runter so ein bisschen schieben, dass ich noch sehe, was der noch hatte. Dankeschön. Ah, blöd. Ja, komm, nu, setz doch dein Elixier hier, Zeug hier. Junge. Ah, den, die fände ich zwar gut, aber der ist direkt neben meinem Scheiß-Turm. Das kotzt mir natürlich an. Ja, mein Turm ist fast down. Das heißt also, er geht definitiv jetzt von der linken Seite. Ich habe aber noch mal Luft. Waren wieder die Kobolde, die es einfach gerissen haben. Einfach die Kobolde. Es sind drei kleine Kobolde, die einfach wirklich den Unterschied dann machen. Nee, den wollen wir nicht. Den Prinz? Ah ja, jagt euch mal schön. Du kommst an meinen Turm nicht ran. Und den Ritter lasse ich jetzt auch zu Hause, weil den brauche ich gar nicht. Allerdings hätte ich jetzt auch nicht mit seinem Prinz gerechnet. Aber er rechnet auch nicht mit dem nächsten Ritter. Oh ja, komm, lass stecken. Also ich glaube wirklich, wenn ich das Elixier nicht genug habe, dann zählt sich das noch wirklich Brain AFK, echt. Also sprich, ich habe nicht genug Elixier, dann ist es so, dass wenn ich den Pfeil zum Beispiel nicht gesetzt hätte vorher, hätte ich irgendwie mehr Elixier. Es würde mir irgendein Elixier abgezogen werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich mich ausgedrückt, sage ich mal. So kommt mir das vor. Ich muss aufhören. Ich bin schon müde. Ich bin schon zu müde. Das wird nichts mehr hier. Hexe und Ritter? Und jetzt noch ein Riese. Ich will es jetzt wissen. Komm. Ja, Zeit. Oh, ich will aber noch weiter. Komm weiter. Weiter, jetzt muss gehen. Oh, aber ich bin echt durch. Ja. Ganz genau. Darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Und da hast du die Pfeile. Vielen Dank dafür. Ah, der Riese geht zu dicht, zu weit ran. Mein Riese geht voll in den Arsch. Oh, krass, Alter. Warum? Verstehe ich gerade gar nicht. Muss ich mir danach angucken. Das muss ich mir echt angucken. Hier, Barrel, zack, weg. Aber auch schon wieder, das sind 300 fucking. Das heißt, ich habe sie zu früh.
Zu spät gesehen. Oh Mann, echt, jetzt reicht's langsam, echt. Oh, ich bin durch. Das heißt, die Pfeile müssen wirklich dann schon liegen, sobald ich, sobald der halt das Fass da spammt. Sonst wird das nichts. So, warten, bis das Zeug da ist. Ah, die machen mir doch wieder alles kaputt, echt. Nicht heulen, machen. Weiter. Riese vor. Sperrkobolde. Normale Kobolde. Ritter. Pfeile für die Barbaren, dass wir wirklich noch mal ein bisschen hitten können. Ganz genau. Weiter geht's. Musketierin. Sperrkobolde hinterher. Genau. Einfach wirklich, dass die gar keine Zeit mehr haben. Dass der halt richtig abgerasert wird. So muss es sein. So muss abgeliefert werden. Und gleich noch ein drauf. Gleich. Ah, es ist echt. Aber sind wir ehrlich, euch geht es doch garantiert genauso. Ihr sitzt auch da. Ah, Mist. Kacke. Den verloren, den verloren. Ach komm, man muss noch ein bisschen. Auch wieder ein Level 7er. Antäuschen. Hexe hinten ran. Wirklich als kleine Dev. Musketierin. Der hat wieder die Barbaren. Oh, die machen mir Angst. Kobolde gucke ich jetzt einfach mal. Ja, die Ablenkung hat geklappt. Sperrkobolde. Ah, Hog Rider. Okay, das ist natürlich eine ganz andere Liga wieder. Es ist eine andere Liga. Wirklich, der knallt mich da halt echt weg, ohne Probleme, ohne mit der Wimper zu zucken. Zieht der mich halt aus. Ich kann nur warten. Wenn ich anfange, habe ich verloren. Komm, setz was. Jetzt warte ich. Okay, er. Ja. Ich will doch nicht die Hexe droppen. Weil ich mir vorstellen kann, dass er dann wieder von der anderen Seite kommt. Ich hau die jetzt trotzdem raus. Gleich von vorne hier. Ja, sehr gut. Das läuft. Ja. Ritter, vor, komm. Dass der gleich wirklich wieder richtig Damage einsackt. Und der kommt garantiert gleich wieder mit dem Hock von drüben. Garantiere ich euch. Hat er wieder sechs rausgehauen. Sechs Stück, die kann er so schnell nicht auf wieder gut machen, sozusagen. Zack, der hat gut gesessen. Einwandfrei. Jetzt wieder sparen. Sperrkobolde? Ja, klar, es ist klar. Ich meine, wenn du einen Hog Rider hast, dann nimmst du den natürlich auch. Klar, sind wir ehrlich. Mann, wir sind da nicht dumm. Sehr gut. Das hat gut geklappt. Die Def hat gut geklappt. Musketier gegen Musketier passt auch. Dann muss ich jetzt hier hinten verteidigen. Da ist mir auch meine Musketierin dann egal. Kommen noch ein paar Kobolde. Ah, dann haut der da einen Hog Rider. Es gibt es nicht, ey. Komm, du, so ein Sack. Du fehlt nur noch, dass du einen Frost verwenden würdest. Ja, okay, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ich habe hier ja auch noch was am Start. Kommt, Leute, kommt. Ja. Aber meine. Ah. Kommt. Ja? Ah, er hat da noch so ein Scheißriesen. Na, ihr wisst, was ich meine. Hier so ein Ritter. Prinz.
Ja, der Hock. Nee, der killt mich. Und ich will auch nicht sagen, oh na ja, der ist ja Level 7 gewesen. Scheiß doch drauf. Kann ich doch garantiert auch platt machen. Ja, war halt Level 7 okay, aber das will ich nicht als Ausrede gelten lassen. Nochmal eine. Weil ich finde das Deck gut. Ich finde das Deck echt gut. Okay, Level 5. Den muss ich ganz easy gegen die Wand spielen. Ja, da sieht man halt schon den Unterschied, das ist ganz klar. Ich setze ihn jetzt unter Druck. Ah, er geht ja komplett auf Risiko hier. Haut Pekka und Riese raus. Ah, ich hätte gedacht, Pekka hält länger. Aber das war nicht der Fall. Aber ich musste halt trotzdem defenden. Also ich konnte jetzt halt nicht sagen, ah, naja, komm, egal. Ah, okay, Tesla hat er auch schon. Da hat er dann aber auch ordentlich LX für ausgegeben. Ich weiß halt noch nicht, was er komplett noch hat. Okay, das sollte easy sein. Aber er setzt auch zwei Truppen hintereinander. Kann ich aber auch. Mein Prinz ist noch nicht komplett tot. Das war einfach mal 500 Schaden wieder. Ritter down. Zack. Passt. So, und jetzt wollen wir ihn überrumpeln. Jetzt tut ihm das natürlich jetzt hier richtig weh. Klar, weil das halt richtig da halt ist, wo es ihm weh tut. Klar, in dem Bereich, wo ich ihn jetzt nicht mehr in Ruhe lasse. Dass ich jetzt sage, gut, okay, komm, jetzt zeig mal, was du hast hier. Zack. Aber ist halt wirklich so, er war Level 5, okay. Ich muss die Videos noch schneiden. Aber ich habe da einfach Bock drauf. Echt. Man sieht es halt einfach. Das war's wieder von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.